It's Endboss Time in The Legend of Zelda Twilight Princess und damit begrüße ich euch zu Part, ja, 10 ist es, glaube ich, weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall bestreiten wir nun in diesem Part den Endboss des Waldschreins. Hoffentlich wird er geil. Naja, ich weiß es schon, aber er wird bestimmt ein oder andere actionreiche Szene parat haben. Im letzten Part haben wir den Tempel vollständig erkundet, haben die ganzen Affen befreit, die ganzen Schatztruhen eingesammelt. Und nun wartet auf uns der Endboss. Und dieser Endboss ist... diese Käfer? Fragezeichen. Sieht nicht danach aus. Oh, zwei menschenfressende Pflanzen. Ja, ja, dann besiegen wir die mal schnell. Nachtschattenparasit Plantainfinia oder sowas in der Art. So, wir holen uns erstmal eine schnelle Bombe. Warten, bis da einer kommt. Aber ich glaube, da kommt erstmal keiner. Doch, da käme jetzt einer. Toll. Na, kommt da noch einer oder... jawohl. Gerade so. Die wäre nämlich beinahe explodiert. Aber jetzt mache ich das mal ein bisschen besser hier. So, und zwar machen wir das mit dem Ziel hier. Zack und zack. So. So geht's viel einfacher. Und viel sicherer. Jetzt funktioniert hier auch mein Zeiger. Fast ohne Probleme. Dank der Wii U, die alles möglich macht. Vor allen Dingen auch, wie Titel abzuspielen. Denn das ist das erste, den ersten Part, den ihr seht, den ich mit meiner neuen Wii U aufnehme. Also der halt auch den, ein Wii-Titel ist. So, aber das waren natürlich nur die kleinen Ärmchen von diesem Teil. Das hier ist das riesige, der Hauptendboss. Und wie besiegt man das Ding? Ja, ist jetzt natürlich eine gute Frage. Die Bomben sind natürlich weg. Hm. Hä? Wer kommt denn da? Ach, der Affe! Und er holt uns Bombennachschub. Das ist doch nett von ihm. Und das machen wir natürlich. So, direkt auf das dicke Teil. Wumm. Schwert rauspacken. Und dem Ding eins in die Fresse geben. Oder ins Auge, besser gesagt, in die Augenzunge. Boah, da sollten wir besser ausweichen. Aua. Haha, oh, daneben. Ah. Ja, was soll ich denn jetzt mit der Bombe? Aber wenigstens konnten wir die Idee hin reinwerfen. Damit haben wir einen von denen weniger. Und rein mit dir ins Maul. Ja, der war jetzt mit uns beschäftigt. Damit kann er ihn nicht blockieren. Mehr sollte man meinen. Jawohl. So soll das aussehen. Oh, Fangstoß. Au, das muss wehgetan haben. Ja, das merkt man auch, wie er sich da windet. Diese Pflanzenbestie. Ja, das muss echt wehgetan haben. Schön Stich in die Zunge. Naja, damit hätten wir den ersten Endboss besiegt und unseren ersten Herzcontainer ergattert. Das ist schön. Und gefällt mir. Und aus diesem riesigen Viech, welches wohl aus den Schatten bestand, setzt sich ein komischer Körper zusammen. Ein sehr komischer Körper. Hehehe, gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall.
Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht können wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle, über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hehehe. Verschwenden wir hier also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Gibt's nicht mal einen Moment zum Verschnaufen? Aber vorher nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem besiegten Gegner, den solltest du mitnehmen. Ach, warum? Warum sollte ich das? Aber ich mach's ja. Aber nicht, weil du es mir befehlst. Dummes Ding. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Natürlich nicht mit, na. Gut, wäre der erste Dungeon ein Haken. Wäre ein Haken hinter dem ersten Dungeon. Wir speichern nochmal eben. Gut, werde ich nachdem ich den Part beendet habe, nochmal machen. Aber für die 3 Sekunden kann man es ja noch einmal machen. Und ihr seht schon, dass ich 4 Stunden spiele. Naja. Jake, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Westen. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird vom Schattenreich regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Westen in das Gebiet Eldin. Na dann. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen. Hehehe. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zum Schattenreich. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hehehe, man sieht sich. Ja, freut mich. Gut, dann wäre erstmal alles hier im Wald erledigt. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu tun, zu machen, zu wissen. Ne. Sieht alles gut aus. Alles bestens. Gut. So, dann werden wir erstmal den Wald Richtung Westen verlassen. Bevor wir uns aber in das neue Gebiet aufmachen, habe ich vor, auch schon 2 Teile des Sidequestings zu absolvieren, welches wir in diesem neuen Gebiet direkt machen können. Aber erstmal betreten wir dieses Gebiet. Nein, wisst ihr schon, welches es ist? Erstmal besiege ich diese Trottel hier mit einem schönen Fangstoß. Und der nächste kriegt auch noch direkt einen drauf. So, schön in die zentrale Ebene von ihm rein. Ich hoffe, das hat ihm gefallen. Und wir befinden uns in der Ebene von Hyrule. Einem riesigen Gebiet, einer riesigen Steppe. Nur der Hintergrund sieht nicht so schön aus. Aber es liegt ja in dem Schattenreich. Was man da hinten schon sieht. So, als allererstes werden wir erstmal diesem Pfad hier entlang laufen. Wir werden nicht nach Westen gehen. Sondern erstmal hier, wie gesagt, diesen Pfad hier entlang laufen. Denn, ich hoffe, man sieht es schon. Ja, vielleicht seht ihr es ja schon. Aber erstmal werden diese Typen hier besiegt. Ich warte, bis der andere auch noch kommt, damit ich eine schöne Wirbelattacke absolvieren kann. Ah, der steht wieder auf, aber kriegt nur einen Sprungangriff. Und habt ihr es jetzt gesehen? Da oben ist ein Herzteil. Und das möchte ich mir natürlich auch noch eben
Wenn es hier schon ist, krallen mit Hilfe des Sturmbumerangs. Und es fehlt uns nur noch ein einziges Herz. Dann haben wir einen neuen Herzcontainer. So, und jetzt ist noch an irgendeinem Baum hier ein Insekt. Boah, kein gewöhnlicher Insekt, da ist es schon. Da. Nämlich eines der sagenumwoben, naja, ob sie sagenumwoben sind, weiß ich nicht. Ein Goldinsekt, ein Nashornkäfer männlich. Sein goldener Käfer erfreut jeden Insektenliebhaber auf Ausrüstungsbildschirm zu sehen. Gut, wir brauchen 24 Stück von diesen Insekten. Ja, und das ist einer davon. Auf dem ganzen Gebiet, auf der ganzen Weltkarte sind pro Gebiet zwei von diesen Insekten verstreut, jeweils ein paar. Und die möchte eine gewisse Dame sammeln und gibt uns dafür schön Kohle. Und das Angebot, denke ich mal, sollten wir nicht sollten wir annehmen. So, jetzt fängt es auch schon an zu regnen, das ist nicht toll, deshalb denke ich mal, sollten wir gehen. Aber anscheinend will irgendjemand anders was von uns, denke ich mal, oder so. Keine Ahnung, wer das sein soll. Da vorne ist eine schwarze Wand, da geht's nicht weiter. Dabei muss ich doch einen Brief zustellen. Und was jetzt? Wer ich bin? Ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach, den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich hier doch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne mit Hilfe von Plus dein Ausrüstungsbildschirm und wähle Briefe. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, es wäre es erledigt. Und ab die Post. Ja, zu dieser Gestalt sage ich mal nichts weiter. Nein, ich wollte jetzt nicht speichern. Ich wollte gucken, was das für ein Brief ist. Ah ja, der ist unwichtig. Der wird einem dann nochmal erklärt. Aber das hat er ja eigentlich schon im Prinzip getan. Ja, was wir mit den Rubinen brauchen. Naja, brauchen wir nicht. Gut, die Gegner ignoriere ich jetzt auch mal. Mich nicht. Wir wollen in das Gebiet Eldin. Und ich kann schon mal sagen, da werden wir uns etwas häufiger begegnen. Oh, die ganzen Herzen da. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zu Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Eldin zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützen sollte. Hehehe. Was habe ich denn anderes vor? Du stellst Fragen. Unbelievable. Also, was ist? Soll ich dich jetzt ins Schattenreich mitnehmen? Nein, ich tu nur so, dass du mich ins Schattenreich nimmst. Naja, wer was vergessen haben sollte, der kann ja nochmal zurückgehen. Ja, ist schön und gut, ich weiß. Auf jeden Fall sind wir wieder im Schattenreich und werden schön wieder einmal zum Wolf. Sehr schön, brav. Von jetzt an wirst du mir fein gehorchen, ja? Und sieh dir nur diese Pracht an, sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz steht dir viel besser als der altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Hehehe. Genug geplaudert. Sollten wir gehen? Also ich will schon, aber dir scheint es ja egal zu sein. Dir scheint ja alles egal zu sein. Zumindest fast alles. Naja. Oh, was haben wir denn da Schönes? Kommt euch dieses Schwert nicht irgendwie bekannt vor? Dieses Holzding da. Wir schnüffeln einfach mal dran. Na, jetzt solltet ihr euch wissen, wir haben es diesem lustigen kleinen Kind anvertraut. Ja, und sehen auch noch ein paar andere Kinder aus dem Dorf. Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Steuerkreuz links-rechts-Gespür. Erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Hehehe. Ja, denn mit Hilfe des Wolfes können wir schön eine Spur sehen, die auf der, wo die Kinder langgelaufen sind. Oh, ja, aber jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem, nämlich diese Viecher hier. Aber die sind ja kein Ding mehr. Dank mit einer toller Fähigkeit
die sie uns leider ein paar Minuten zu spät gegeben hat, aber dann halt immerhin doch noch gegeben hat. Ja. Und deshalb konnten wir die auch ganz leicht besiegen. Und da ist eine Brücke, wo es nicht weitergeht. Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Verflixt, wie haben die das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und, komisches Teil da, siehst du auch. Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier. Siehst du? Also wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jenem Portal deiner Wahl. Ja, natürlich könnte ich jetzt alle drei, die hier sind, ausprobieren. Aber ich weiß natürlich, dass wir uns zum Ferone-Wald Nord warpen müssen. Denn dort befindet sich jene Brücke, die... ja, entfernt wurde. Ihr habt es bestimmt schon da rechts gesehen. Wurde gerade ein bisschen aufgezeigt. Und da seht ihr sie jetzt auch. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus dem Schattenreich nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe steht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Ja, muss ich ja auch. Auf jeden Fall. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und? Sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Natürlich, Midna macht das. Genau, wenn du doch immer so brav wärst. Und da hinsetzen. Ist doch alles keine Probleme. Man muss es nur wollen, Midna, dann wird alles schon. Und nicht immer nur so kritisch und negativ denken, aber... dann wird alles gut. Alles gut. So, wieder im Schattenreich wird diese schöne Brücke, die sich gerade in Staubpartikel transformiert wurde und wieder detransformiert wurde, eingesetzt. Super. Bestens, würde ich sagen. Siehst du? Wusste ich's doch. Hehehe. Und? Die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder diese Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Ja, meine Diva Midna wird erledigt. Hier wieder komische Gegner. Haut doch ab. Keiner will euch sehen, keiner braucht euch. So. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir uns anschauen, wie wir durch dieses Tor hier durchkommen. Und ich glaube, Midna möchte uns noch was sagen. Ja. Hey! Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Ja, und was da genau stinkt oder was da uns da erwartet, das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, wenn es dann heißt Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann und tschüss.